Herzlich willkommen. Hier ist deine Paragraphen, Sylvia, und du kennst sicherlich mein Motto: Perspektive wechseln macht glücklich. Also du musst einfach hier jetzt die Schrift umdrehen und dann kannst du sie lesen. Nein, ich lese es dir auch vor und ich erkläre es dir. Wir sind hier in der Playlist Paragraphen Sylvias Lieblingsgesetze. Da sind viele Shorts drin, aber ich möchte dir auch verschiedene längere Gesetze erklären, denn wenn du die Gesetze kennst, dann kannst du entscheiden, will ich die beachten oder wie gehe ich damit um. Und heute möchte ich dir die Gesetze einer Trennung erläutern. Und zwar, ich sage öfter mal, wenn es um Prinzipien oder Phasen geht, Gesetze, damit das für dich so ein Bild gibt. Also eigentlich sind es die Phasen einer Trennung. Ja? Und wenn du die kennst, dann kannst du viel besser damit umgehen und dann kannst du entscheiden, nee, so will ich das nicht haben. Du weißt, wenn du mit mir arbeitest, dann kannst du immer fragen, was will ich wirklich? Ich muss nicht das machen, was andere machen, sondern es geht darum, wer bin ich wirklich und wie möchte ich es wirklich haben? Ja? Das nur so als Einleitung. Also wenn du jetzt gerade in einer Trennung bist, kommt dir das vielleicht komisch vor, aber lass mal einfach die Türe offen für die neue Information. Jetzt erzähle ich dir die üblichen Phasen der Trennung, wie sie alle da draußen haben, und dann erzähle ich dir, was ich vielleicht für eine Alternative für dich habe, wie es viel leichter, freudvoller und glücklicher vor allen Dingen für deine Kinder geht, wenn du welche hast. Also, Trennung. Ach so, dann wollte ich dir noch dazu sagen, ich verlinke dir unten im Video noch die Phasen einer Beziehung. Da gibt es nämlich auch gewisse Zusammenhänge. Du kennst das vielleicht, ich sage mit 60 plus gerne mal, das ist alles das Gleiche. Tatsächlich sind viele Dinge parallel in der Beziehung, ob man zusammenbleibt oder ob man sich trennt. Also du weißt, die Sachen, die in der Beziehung funktioniert haben, die funktionieren auch bei einer Trennung, ne? Und also die Phasen einer Beziehung, die habe ich dir auch mal verlinkt. Also ein tolles Video dazu. Aber nicht von mir. Es muss nicht immer alles von mir sein. So, jetzt kommt die Phase 1 der Trennung. Der andere hat sich getrennt. Nehme ich mal jetzt das Beispiel. Nicht du. Oder auch du. Das ist eigentlich egal. Und du sagst, oh, mein Leben ist zu Ende. Das ist ja, also es ist ganz entsetzlich und ich kann nicht mehr. Mein Leben ist vorbei. Und die Welt geht unter und ja, ne? Das ist die Phase 1. Und mein Tipp für Phase 1, das ist für mich das Wichtigste. Wie gehst du mit dieser Phase um? Weg von Social Media, weg vom Ex, kein Kontakt. Du bleibst erstmal ganz bei dir. Und habe bitte nur Kontakt mit Menschen, die dir gut tun. Nicht Menschen, die dich runterziehen und sagen, oh, das ist ja furchtbar, sondern Menschen, die dich einfach jetzt so annehmen, wie du bist, die dich nicht mit irgendwelchen Ratschlägen vollpupsen, sondern die dich einfach in den Arm nehmen und sagen, wird schon wieder gut. Das wäre mein Tipp für Phase 1, vor allen Dingen nicht bei Social Media und irgendwelche Bewertungen schon und der ist so und entfreunden und was weiß ich was. Würde ich nicht machen. Vielleicht ändert man ja auch seine Meinung nochmal und dann könnte es alles ein bisschen schwierig werden. Phase 2 ist die Verdrängung. Also da sage ich, also vielleicht wird es ja doch wieder gut und und ich bin auch raus aus diesem Jammertal im Außen. Da ist Social Media auch immer wieder ein großes Problem. Ich erzähle alles, also alles Mögliche. Ich lenke mich ab. Ich gehe nicht wirklich rein in dieses, was da weh tut. Und ich verdränge das halt. Ne? Und wichtig, mein Tipp ist, lüg dich nicht selber an. Im Moment habe ich so eine Challenge in der Fastenzeit die läuft auf Zoom, aber die kann man eben bei Elopage buchen. Da geht es jede Woche eine halbe Stunde in einer Gruppe darum, dass wir ehrlich zu uns sind und richtig wahrhaftig, mein Jahreswort Wahrhaftigkeit hast du vielleicht auch schon gesehen,
Was erzählen wir uns für Geschichten? Tun die uns gut? Führen die uns dahin, wo wir hinwollen oder nicht? Also lüg dich nicht selber an, lüg deine Freunde nicht an. Lügen haben kurze Beine, das kommt irgendwann immer zurück. Sei ehrlich zu dir, wenn du traurig bist, dann bist du halt traurig, ja? Und du darfst daran arbeiten, verdräng es nicht, sondern sag, wie so mit dem Kölschen Grundgesetz, es ist, wie es ist, ja? Phase 3, das ist meistens so 2 Monate nach der Trennung oder so, aber es kommt gleich ein Tool, dass du Gas geben kannst. Ich muss damit leben. Du hast deine ersten großen Verletzungen, du reißt nicht mehr immer wieder das Pflaster ab, indem du es immer erzählst, oh, es ist so furchtbar, sondern du lässt die Wunde heilen, indem du sie in Ruhe lässt. Du kennst das vielleicht von einer körperlichen Verletzung. Die heilt genauso wie eine seelische Verletzung, indem man den Körper einfach machen lässt. Und wenn man an einer seelischen Verletzung nicht dauernd rührt, dann heilt die auch deutlich schneller. Ja? Und wenn du jetzt sagst, ich muss damit leben, dann ist die Frage, wie mache ich denn das? Was will ich denn eigentlich? Da habe ich letzten Sommer einen Kurs gemacht, zurück zu dir. Wenn du dich trennst, dann kommst du wieder bei dir an im Optimalfall. Dann guckst du mal, du kannst du von vornherein bei der Trennung gucken, was war eigentlich vor der Trennung gut. Also das war das, was ich gemacht habe bei meiner letzten Trennung, wo ich dachte, die Welt geht unter. Und da habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was habe ich eigentlich vor der Beziehung gemacht. Und tatsächlich bin ich so ja dann auf den Philippinen gelandet, weil ich damals früher sehr viel gereist bin. Ja, also ich muss damit leben, ja, aber wie komme ich wieder in meine Energie? Also da solltest du dich drum kümmern. Und die nächste Phase ist dann, ja, das Leben geht weiter und ich muss mich drum kümmern, wo geht's denn jetzt hin, was will ich denn eigentlich, ja? So, jetzt fängt es langsam an, dass du denkst, naja, vielleicht kann ich mir das Leben ohne den Ex doch vorstellen. So, und jetzt, dann überlegst du, was kannst du jetzt machen und du bist voll im Außen unterwegs, wo kriege ich eine neue Wohnung her? Ziehe ich um? Was mache ich mit den Kindern? Wie ist das mit dem Unterhalt? Das sind meistens so die Sachen, mit denen sich die Menschen bei einer Trennung in den ersten 3 Monaten beschäftigen. Und ich möchte dir jetzt als ganzheitliche, lösungsorientierte Scheidungsanwältin sagen, dass du diesen schmerzhaften Prozess sehr abkürzen kannst, indem du dich mehr um dich kümmerst und weniger um den anderen, der dich ja gar nicht mehr will oder du willst ihn nicht mehr, und weniger um das Außen. Indem du dich, mein Tipp ist, geh, und es funktioniert sofort, es funktioniert vom ersten Tag an, wenn du einfach mal die Türe aufmachst und sagst, okay, ich probier's. Ja? Funktioniert nicht dauernd, nicht permanent, aber es sind immer wieder gute Minuten, gute halbe Stunden, aber es ist wie ein Muskeltraining. Du musst es trainieren. Mein Tool ist, frag alle, die sich getrennt haben, die jetzt zurückblicken, die sich glücklich getrennt haben. Was hat es leichter gemacht? Die Dankbarkeit hat es leichter gemacht. Also, wenn du zurückblickst, nicht auf die schlechten Sachen in der Beziehung, sondern auf die guten Sachen in der Beziehung. Meistens sind es zum Beispiel Kinder. Stell dir mal vor, nur Kinder wären übrig geblieben aus der Beziehung und sonst nichts. Hätte sich die Beziehung dann nicht gelohnt? Es ist einfach deine Perspektive, mit der du da drauf schaust. Ja? Und ich möchte dir erklären, weshalb dieses Verletzte und in der Negativschleife, dass man da unterwegs ist. Deswegen habe ich dir auch das Video verlinkt, in welchen Phasen Beziehungen verlaufen. Ja? Wenn Beziehungen anfangen, dann kümmern wir uns um die Verbindungen. Ich bin ja die Trennungsmentorin oder Scheidungsanwältin, die mit Verbindungen arbeitet. Ja? Wenn wir in eine Beziehung kommen, dann beschäftigen wir uns mit der
mit den Dingen, die uns mit dem anderen verbinden, und das macht uns glücklich. Und je schlechter die Beziehung wird, immer wenn schlechtes Aroma in deiner Beziehung ist, dann beschäftigst du dich mit den Dingen, die dich voneinander unterscheiden und trennen. Der Witz ist aber, richtig gute Beziehungen entwickeln sich nur, wenn du richtig mit den Dingen, wenn du die Dinge in die Beziehung integrierst, die euch unterscheiden. Dann kann das Ganze richtig bereichernd werden. Wenn du aber in die Unterschiede reingehst mit dem Gefühl, oh Gott, da ist der überhaupt nicht wie ich. Nee, der ist ja, boah, nee, das geht ja gar nicht. Ja? Und je mehr sich eine Beziehung auf das Ende zubewegt, desto mehr fokussieren sich die Menschen wie in einem Hamsterrad immer mehr auf die Dinge, die sie trennen, und sie wollen nicht mehr in dem, was sie voneinander trennt oder unterscheidet. Fangen wir es nochmal kurz an. Also es ist nur die Unterscheidung, nicht die Trennung ist eine Wertung. Das, was mich vom anderen unterscheidet, das muss mich nicht vom anderen trennen, das kann mich auch bereichern. Wenn du dir das bewusst machst, ja, geh in die Dankbarkeit, was war in der Beziehung gut? Und dann kannst du unter Umständen schon direkt auf Phase 3 ankommen, nämlich ich muss damit leben, oder du kannst das umformulieren, ich möchte damit leben, dann ist das nämlich deine Entscheidung und keine Entscheidung von außen. Ja? Du nimmst diese Entscheidung an, wenn sie von außen war, und wenn es deine war, dann sagst du, okay, ich mach das jetzt bunter. Wenn du mehr möchtest, bleib auf meinem Kanal, guck dich weiter um, und du kannst auch bei Elopage gucken, was ich für Online-Kurse anbiete, und du kannst auch, wenn du sagst, nee, ich will das jetzt hier Auge in Auge machen, dann buch mich einfach und wir sehen uns dann one-to-one, Auge in Auge. Ich wünsche dir noch einen wunderbaren Tag, bleib gesund. Und du findest immer eine Lösung mehr als ein Problem. Ganz, ganz sicher. Okay?